Wenn du selbstständig bist und gerade in dem Prozess des Autokaufs bist, dann musst du dir eine zentrale Frage stellen. Und zwar, kaufst du das Auto als Firmenfahrzeug, also Betriebswagen, oder kaufst du das Ganze privat? Das Ganze hat natürlich Einfluss auf deine Buchhaltung und auch auf die Absetzbarkeit von Kosten. Alle Informationen, die du dazu wissen solltest, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und grundsätzlich hast du die Möglichkeit als Selbstständiger dein Auto einfach ganz normal privat zu kaufen oder in das Betriebsvermögen aufzunehmen. Und das verändert natürlich die Behandlung in der Buchhaltung. Ob du das Auto als Privatwagen kaufst oder als Firmen-Kfz kaufst, kannst du dir aber nicht vollkommen frei aussuchen. Das ist nämlich abhängig davon, wie groß der betriebliche Nutzungsanteil ist. Das bedeutet also, du musst zunächst einmal den betrieblichen Nutzungsanteil ausrechnen. Und dafür musst du für einen repräsentativen Zeitraum ein Fahrtenbuch führen und aufschreiben, ob deine Fahrten, die du jeweils unternimmst, betrieblich oder privat sind. Natürlich sind zum Beispiel Kundenbesuche eindeutig betrieblich. Aber auch die Fahrten zwischen deinem Zuhause und deinem Büro, wenn du nicht zu Hause arbeitest, sind betriebliche Fahrten. Solche Fahrten wie Urlaubsreisen oder Wocheneinkäufe oder aber wenn du dein Kind zur Kita bringst, das sind private Fahrten und das separierst du. Und wenn du das Ganze dann für einen repräsentativen Zeitraum gemacht hast, also beispielsweise 3 Monate, dann kannst du einen Prozentsatz ausrechnen. Dann weißt du also, dass deine betrieblichen Fahrten beispielsweise 78% ausmachen. Und je nachdem, wie hoch der betriebliche Nutzungsanteil für das Auto ist, musst du das Auto entweder dem Betriebsvermögen oder dem Privatvermögen zuordnen. Und da gibt es im Wesentlichen 3 Szenarien. Das erste Szenario ist, wenn der betriebliche Nutzungsanteil des Autos über 50% liegt. Dann kannst du es dir nämlich nicht aussuchen, dann musst du das Auto dem Betriebsvermögen zuordnen. Das heißt, dann ist das ein Firmenfahrzeug. Das zweite Szenario ist, wenn der betriebliche Nutzungsanteil zwischen 10% und 50% liegt. Dann darfst du es dir nämlich aussuchen. Dann kannst du dich freiwillig dafür entscheiden, das Auto dem Betriebsvermögen zuzuordnen. Dann gilt das als gewillkürtes Betriebsvermögen. Oder aber du kannst dich dafür entscheiden, das Auto dem Privatvermögen zuzuordnen. Wenn der betriebliche Nutzungsanteil unter 10% ist, also wenn du das Auto fast ausschließlich privat nutzt, dann hast du auch kein Wahlrecht, dann musst du das Auto nämlich privat kaufen und hast keine Möglichkeit, das Auto als Firmenwagen anzuschaffen. Je nachdem, welches Szenario auf dich zutrifft oder wofür du dich entscheidest, hat das natürlich Konsequenzen auf deine Buchhaltung und auch die steuerliche Erfassung. Wenn du dich dafür entscheidest oder aber verpflichtet bist, das Auto als Betriebsvermögen anzuschaffen, dann musst du alle Kosten, die im Zusammenhang mit diesem Auto entstehen, über das Unternehmen buchen, also alles als Betriebsausgabe erfassen und auch alles von deinem Geschäftskonto bezahlen. Also sowohl die Anschaffung, als auch die Wartung, als auch das Tanken, Reinigungskosten und so weiter. Alle Kosten laufen dann über die Buchhaltung. Du musst aber die private Nutzung, also beispielsweise 30%, versteuern. Und diesen privaten Nutzungsanteil, also den Anteil, den du versteuern müsst und am Ende dann auch die Steuerhöhe, die ermittelst du entweder mit dem Fahrtenbuch oder der sogenannten 1%-Methode. Das sind beides in sich schon relativ komplexe Themen, deswegen habe ich dazu jeweils ein vertiefendes Video aufgenommen. Die verlinke ich dir beide einmal unten in der Videobeschreibung. Schau da unbedingt einmal vorbei, wenn du dein Auto ins Betriebsvermögen aufnimmst. Wenn du das Auto privat kaufst, aber trotzdem gelegentlich mit dem Auto auch betriebliche Fahrten unternimmst, auch dann hast du 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist eine Pauschalierung. Und zwar kannst du pro gefahrenen Kilometer 30 Cent als Betriebsausgabe buchen. Also wenn du beispielsweise zu einem Kundentermin fährst und dieser Kunde wohnt 50 Kilometer weit weg, das heißt, du fährst einmal 50 Kilometer hin und 50 Kilometer zurück, bist du insgesamt 100 Kilometer gefahren. Und dann rechnest du ganz normal 100 Kilometer mal 30 Cent pro Kilometer sind 30 Euro und kannst dann diese 30 Euro als Betriebsausgabe buchen. Alternativ zur Pauschalierung kannst du aber auch die tatsächlichen Kosten pro Kilometer ausrechnen. Denn ganz ehrlich, die meisten Autos sind wesentlich teurer als nur 30 Cent. Und wenn du da mehr Kosten in deiner Buchhaltung ansetzen möchtest, kannst du das auch tun. Dafür musst du aber genau ermitteln, wie teuer dein Auto eigentlich pro Kilometer ist. Und dafür musst du natürlich einmal genau deine Kilometer dokumentieren, also ein Fahrtenbuch führen und alle Ausgaben, die du im Zusammenhang mit deinem Auto hast, dokumentieren. Und dann kannst du ausrechnen, wie teuer dein Auto pro Kilometer ist. Und wenn das beispielsweise 57 Cent sind, dann kannst du diese 57 Cent tatsächlich auch pro Kilometer ansetzen. Bei dem Beispiel, das ich gerade schon gebracht habe, also bei den 100 Kilometer für einen Kundentermin, könntest du dann also nicht nur pauschal 30 Euro ansetzen, sondern tatsächlich 57 Euro ansetzen. Du hast allerdings den Zusatzaufwand, dass du diese ganzen Kosten und die Kilometer genau dokumentieren musst. In diesem Zusammenhang gibt es so ein paar Punkte, die du ganz besonders einmal betrachten solltest und zumindest durchdenken solltest, bevor du eine vorschnelle Entscheidung triffst. Und das erste bezieht sich auf die Anschaffungskosten. Denn du hast, wenn du dein Auto im Betriebsvermögen aufnimmst,
zumindest wenn du der Regelbesteuerung unterliegst, einen Vorsteuerabzug. Und der ist natürlich bei einer Autoanschaffung durchaus erheblich. Das heißt, die Anschaffung des Autos im Betriebsvermögen nach Vorsteuerabzug ist natürlich erheblich günstiger, als wenn du das Auto privat kaufst. Weil wenn du das Auto dem Privatvermögen zuordnest, hast du natürlich keinen Vorsteuerabzug. In deiner Selbstständigkeit in der Regel schon. Den zweiten Punkt, den du unbedingt beachten solltest, ist tatsächlich der Verkauf. Ja, man sollte auch am Anfang schon das Ende im Blick haben. Und zwar wirst du dein Auto ja unter Umständen irgendwann verkaufen. Und auch das wird steuerlich anders gehandhabt, je nachdem, ob du das Auto betrieblich kaufst oder privat kaufst. Wenn du das Auto nämlich betrieblich kaufst, dann ist der Verkauf natürlich auch im Rahmen deiner betrieblichen Tätigkeit. Das heißt, die Erlöse oder eventuell Verluste, die du machst beim Verkauf, die sind Teil deiner Selbstständigkeit. Um zu ermitteln, ob du mit dem Auto einen Gewinn oder einen Verlust gemacht hast, schaust du dir erst einmal die Anschaffungskosten an. Dann schaust du dir an, wie viel du dieses Auto bisher abgeschrieben hast. Wenn du nicht weißt, was Abschreibungen sind, schau einmal oben rechts vorbei, da habe ich das genau erklärt. Und die Anschaffungskosten minus die aufgelaufenen Abschreibungen ist der Restbuchwert. Und wenn du das Auto jetzt für mehr als den Restbuchwert verkaufst, machst du buchhalterisch einen Gewinn und den musst du dann tatsächlich versteuern. Das ist ehrlicherweise gar nicht so häufig, weil Autos relativ schnell an Wert verlieren. Das heißt, wenn dein Auto nicht außergewöhnlich wertstabil ist, wirst du in den meisten Fällen eher einen Verlust machen. Und dann kannst du auch den Verlust in der Buchhaltung geltend machen und dementsprechend Steuern sparen. Wenn du das Auto allerdings privat angeschafft hast, ist auch die Veräußerung des Autos privat. Und das ist immer steuerfrei. Allerdings kannst du dann einen eventuellen Verlust auch nicht mehr steuerlich geltend machen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und ich konnte dir bei der Entscheidungsfindung helfen, ob du das Auto betrieblich oder privat kaufst. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du bei solchen Fragen in Zukunft gerne Steuerberater an deiner Seite hättest, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und helfen dir in Zukunft gerne auch bei solchen Fragen. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir ganz konkret weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Ansonsten kannst du natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel das hier oder das hier.